Hallo und herzlich willkommen zum Battle Remote Royale GTA 5. Und zwar spielen Madin, Beefy, also meiner Wenigkeit, und zwei Leuten aus dem Internet, also Random Guys, spielen wir die finale Mission der dritten Missionsreihe. Ich glaube, so kann man es ungefähr bezeichnen. Und ich habe eigentlich gedacht, dass wir die Vorbereitung dieses Finales eigentlich auch noch mit aufnehmen. Da das aber viel zu lang und viel zu langweilig ist, habe ich mir gedacht, komm, nimm direkt das Filetstückchen, weil es ist das Beste, da kommt viel bei rum, es ist lustig und ich will gar nicht genug palabern und euch aufhalten. Wir schalten direkt einfach mal ins Spiel. Knock, knock, lass mich rein, Beefy. Yo, Digga. Mann, lass erstmal einen Whisky austrinken, du Sack. So, alle reinspaziert. Das ist meine Bude, Jungs. So, we're good to go. Oh, fast ein Das ist meine Bude. And this won't be a problem. No one Was? 540.000 gibt's? Ach du Scheiße. According to my sources, well, Mr. Percival won't be successfully bidding on any government contracts. Ja gut, für das, was wir bis jetzt auch machen mussten, ne? So, was bin ich denn? Ich bin Schütze. Zwei Teams, Hubschrauber-Crew und Boden-Crew. Alle fliegen gemeinsam rein. Boden-Crew springt ins Labor, löst den EMP aus. Und beschafft sich die Information, die wir suchen, solange der Strom weg ist, okay? Kreuzt sich irgendwie die Sicherheit. Sieht von außen. Ja, Beefy, du fliegst und ich hab den anscheinend Schütze dann. Du, wie es aussieht. Ja. Ich fliege. Oh je. Oh je. Gut, dann wollen wir hoffen, dass unsere beiden Kollegas da gute Bodentruppen sind. Bei dem einen glaube ich es ja nicht, der immer gerade reingerannt ist, aber... Ihr kriegt genug. Was kriegen wir? Ihr kriegt genug, habe ich gesagt. Was? Hallo, ich krieg... Weißt du, wie viel ich reingebuttert habe? Ich habe 100.000 Dollar reingezahlt. Ich krieg am Ende nur 147... Oder? 47? Nein. 97 krieg ich erst raus. 297, du Vogel. Ja, aber ich habe 100 schon reingebuttert. Das ja, krieg ich hier nur roundabout 100 raus. Ey, ich werde dich nochmal demnächst, ne? Ich bin der Boss. Der Big Boss. Ein Noob bist du, ey. Wehe, wenn du jetzt nicht ordentlich fliegst, ne? Denk dran, meine Schussrate ist bei 15% sehr gering. Ein Schuss pro Minute. Ding. Warten. Ding. Warten. Hast du nicht letztes Mal gesagt, der Pilot kriegt am wenigsten? Da war doch in der letzten Mission mal was. Ja, du bist ja auch das letzte Mal so ein Lieferflugzeug geflogen. Dir wurde ja schon Prozent abgenommen, weil du irgendwas gemacht hast. Wie, was habe ich gemacht? Ja, das weiß ich ja nicht. Du hast irgendwas gemacht, auf einmal hast du nur noch 5% deiner Arbeit bekommen. Ich glaub's ja wohl hier langsam, ey. Gibt er mir nur einen Bruchteil von dem Gewinn ab. Hallo? Kriegst 15% wie alle anderen beiden. Standard. Alles klar. Denk bloß nicht darüber nach, dass du... La la la, ganz gemütlich zu meinem Auto gehen. Da la la, 15%, das ist nicht viel. Und ganz gemütlich fahren. Müssen wir schon wieder so weit fahren? Ich meine, nicht mein teures Auto nehmen müssen. Ey. Das ist nicht zu viel Geld, wenn ich das Auto sehen schaffe. Ich habe das E-Auto genommen. Du Sack! Ja, für 15.000, ouch. Kenne ich keine Freunde. Für 15% kriege ich keine Freunde mehr. Mecker, 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 mecker. Nachtsichtgerät, hast du ein Nachtsichtgerät? Nö. Gut. Aber brauchen wir auch gar nicht, wir sind ja im Helikopter. Wow, ein Baum. Ich
Und dann soll ich einfach jetzt ein Helikopter für uns bereitstehen, wo man einfach hinfliegen kann, ey. Das ist. Ja, echt. Vielleicht hätten wir vor. Vielleicht würde ich einen Helikopter kaufen und den einfach dann als Erstfahrzeug angegeben und dann fliege ich einfach rüber. Jetzt komme ich gleich bestimmt an dem Grab meines Autos vorbei. Wo mein Dominator zerstört. Scheiße. Ich wollte eigentlich eine Abkürzung nehmen und bin dann über die Straße gesprungen. Das kenne ich, das hatten wir gerade auch. Kann das sein, dass das die gleiche Stelle sogar ist? Das ist die gleiche Strecke. Aber ja, mein weißer Sportwagen ist ja auch komischerweise weg. Musst du beschlagnahmt oder ja, musst du beschlagnahmt oder bei Versicherung. Das weiß ich halt nicht, der ist halt weg. Musst du anrufen und sagen, hallo, habt ihr ein Auto von mir? Ja klar, 10.000. Ewig. Nebenbei anrufen, Kontakte. Nein. Ja, gleich, wenn du fliegst, ne, mal eben Handy raus, so, ey, der Pilot gibt kein Handy. Ich hätte gerne Pizza. Ja, ohne Pilze, mit so ordentlich Salami. Ja, ja, Thunfisch darf auch drauf. Antischocken? Hallo? Bin ich Franzose oder was? Wann ist sie da? Ja, in einer Stunde? Stunden? Zwei Stunden. Und kostet eine halbe GTA-Dollar. Eine Million GTA-Dollar? Ja. Ich habe gesehen, sie sind gerade am Zocken. Oh. Ein Auto hört sich an wie ein Triebwerk. Echt? Dann gewinne ich schon mal noch Mr. Pilot hier in diesem Level. Ja, deswegen. Aber ich lass mich auch fliegen. Nö. Das ist nicht nö, das kannst du selber machen. Ich bin nur Bordschütze. 15% kannst du keinen Flug von mir erwarten. Ich hab noch zwei Kilometer vor mir leider. Ich bin da. Ja, Jungs, tut mir leid, mein Pilot, der ist nicht da. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja. Ja, ja, wir sollten ihn. Ja, genau, wir sollten ihn, sobald er die 200.000 hat, erschießen draußen. Ja? Dann machen wir 50-50. Ja, okay, machen wir. Gut, dass das Geld immer überwiesen wird. Wäre es uns auch gemein, ne? Sonst startest du und dann wartet einer für einer mit einer Sprengladung und BAM! Alles meins. Ey, da fliegt einer mit dem Helikopter weg. Ja. Das ist schön. Das ist meiner! Also ich hab noch 800 Meter bis zum Treffpunkt. Mein Gott, diese Pisser sollen da von den Schutzdingern weg. Ich bin der Bordschütze, weg hier. So. Da. Gleich, wenn ein Elektroauto vorbeikommt, werde ich es eben abschießen. Tja. Ich mach gar nicht mehr die Tür auf, die sprengt sich auf. So, hier bin ich. Let's fly. So, bin ich mal gespannt, ob Mr. Beefy mit seinen 100% da. Boah, ich bin gut, ja. Boah, ich konnte jetzt schon auf das Geschütz. Hey, nicht so an. Ich fliege wie ein Gott. Viel zu nah am Wasser. Gut, dass man an meinem Video sieht, wie du fliegst, ey. Ja, dafür keinen, das ist der Wind. Ich steuere ja nicht dagegen. Runter. Ah, ich kann keine Waffen abfeuern. Der Co-Pilot kann die Hauptwaffe übernehmen. Was? Das ist eine Hauptwaffe? Ja, das Ding hat eine Hauptwaffe. Das ist ein super Kaliber gedöst. Ja, vielleicht hätte ich das lieber auswählen sollen. Naja, ist jetzt egal. Jetzt habe ich halt das seitliche Bord geschützt. Muss Beefy halt ganz genau zielen. Weiß gar nicht, worauf ich ballern soll. So. Erstmal müssen deine Kollegen aus abspringen jetzt. Ich bleibe vom Labor fern. Hä, hey, was ist denn jetzt kaputt? Weg, du hast noch 4 Sekunden. Weg, Mr. Pilot.
Ja, aber hier steht, fliege dein Team zur Absprungzone. Habe ich gerade gemacht. Ja, dann soll die rausspringen und dahin gehen. Higher, okay, verstanden. Boah. Soll ich ballern? Ich könnte ballern auf das Ding. Soll ich ballern? Soll höher fliegen, hat einer gesagt. Echt? Wer hat das denn gesagt? Einer gerade per SMS. Ach so. Du Trottel, sie haben dich gesehen. Flieg höher. Noch höher. Ja, wie hoch soll ich denn fliegen? Jetzt fahr mal ein bisschen über das Labor, über die Abschlusszone. Hoch genug? Ja, anscheinend. Ach so, wegen dem EMP. Flieg mal noch ein bisschen höher. So. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nur ein seitliches Geschütz hier. Ich kann nichts. Ja, machen. deswegen justiere ich dich ja jetzt auch schon richtig hoch. Behalte die Höhe, während dein Team abspringt. Okay, tue ich. Ach, du bist auf der Seite. Sag nicht, du hast mich jetzt nicht gesehen. Nö, habe ich nicht. Hallo, ist eine Tür offen. Ich spring raus. Geh weiter runter, während die Einrichtung geknackt wird. Ich fliege jetzt echt nach Radar. Halte das Wachpersonal in Schacht. Ja, du. Wow. So, ich flieg noch ein bisschen anders, warte. Oh, ja, ich werd beschossen. Aufs Rollen, ich doch auch. Warum machst du das? Ach, wir haben verloren. Ach. Ja, das liegt daran, dass du nicht am Bord geschützt warst, deswegen. Ja, das liegt nicht am Schützen, wenn der Pilot Wendekreise fliegt, die ich nicht. Weißt du, man meckert auch nicht am Bademeister, wenn die Badehose, weil man nicht schwimmen kann wegen der Badehose. Ja, ja, aber du vergisst, ich bin der Bademeister. Du bist ja, die Badehose. Aber du hast ganz vorne hast du die bessere Waffe. Du hast ein richtig dickes, fettes Kaliber. Von der Seite ist echt beschissen zu steuern. Ich hätte dich immer an die Seite positionieren müssen und das geht nicht. Das klappt nicht. Wie gesagt, für 100.000 mehr hätte ich getroffen. Ach, ist das ein Trottel. Ist er wieder falsch eingestiegen? Raus! Den Platz braucht er. Warte, ich habe eine Haftgranate. Bis er es gerafft hat. So, jetzt hat er es endlich gerafft. Ich wollte gerade werfen. Jetzt flieg! Schnell! Weg! 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 Wow! Ein Co-Pilot bedient die Waffe des Hubschraubers. Drücke, hä? Genau, du hast vorne die Waffe, die Mega-Waffe. Die macht doch wesentlich mehr Schaden. Das sieht aus. Ja, Beefy, dann flieg mal noch runter. Tue ich doch. Ich kann schon mal hier so ein bisschen auf der Straße üben. Okay, ich habe nichts getroffen. Ich kann schon mal ein bisschen üben. Ja, ich habe ein Auto besiegt. Oh, wir haben 5 Sterne verloren. Du hast 5 Sterne. Ich sehe nichts. Ach so. So, sollte hoch genug sein.
Ah, ein Stück höher musst du, glaube ich, noch. Kann sein. Also wenn du so bleibst, kann ich die Straße direkt gut sehen. Jetzt nicht mehr. Doch, jetzt geht's. Jetzt müssten sie ja gleich da hochgefahren kommen. Er ist so ätzend und driftet so schnell ab. Ja, das ist der Wind, ne? Ja. Deswegen, ich gehe jetzt runter. Positioniere mich. Ja. Wow! Was ist jetzt los? Ja, weil ich runtergegangen bin. Ja, das ist jetzt gerade... Okay, ist egal. So. Ich muss mal wechseln, die Perspektive wieder. So, kannst von hier aus gut schießen oder muss ich weiter runter? Nee, ja, ich will ausprobieren. Okay. Das Problem ist, wie gesagt, hier der Wind, um gerade zu bleiben. Moment. So. Irgendwo sind da noch Leute, die kann ich so nicht treffen. Ja, ich sehe das Wachpersonal nicht. Einer ist dann noch. Der ist direkt unter uns. Moment, ich drehe mich. So. Ich baller einfach nur. Ich weiß gerade nicht, wo er sitzt. Oh, ein Helikopter kommt da. Und da ist er. Na, da sind wieder zwei neue. Ja, ja. Ja, ich versuche ein bisschen höher zu gewinnen. Sauber. Da sind welche. Da läuft sogar einer unten. Boah, ich versuche ein bisschen höher zu gewinnen. Ja, ich weiß, da ist der Heli. Ja, ich wollte gerade schießen. Boah, ja, du sagst einfach leicht schießen. Ich hatte gerade fast eine Rakete am Arsch. Och, ey. Schieß doch! Danke! Ja, ich kann nicht, wenn du so komisch fliegst. So, wir müssen den Heli erst abschießen. Ja, das ist gar nicht. We have lost tracking on the ground team. We can't pinpoint their location. Ah, da ist er. Puh, das war knapp. So. Alles platt machen, was gleich explodieren könnte. Warte, kommt noch nicht. Zwei Helikopter, ja, wenn es weiter nichts ist. Ich hoffe, wir fliegen jetzt gleich nicht in die Luft. Ich versuche ein bisschen höher zu gewinnen. Da, kümmere dich um den Heli. Ja, ist ja gut, Mann. Gibt ja schon keine Kommandos.
Danke, einer weg. Noch mehr Leute. Ja, Gott sei Dank wissen wir, dass die alle hier hin wollen. Helikopter. Ja. Ich versuch. Anderer Heli. Wo ist er? Direkt vor dir! Ja, ich habe hier nur so ein begrenztes Sichtfeld. Boah, der hat uns voll getroffen. So. Direkt unter uns ist ein Bewacher am weißen Lieferdings. Im weißen Anhänger. Direkt am Eingang, genau. Direkt weiter unten, weiter unten. Genau, super. Ja, ich sehe gerade gar nichts. Das ist ja, sind Sie gleich nochmal da fertig mit Ihrem Einbrechen? Das kann ja nicht so ewig Ich hab echt das Problem, dass langsam das Ding hier langsam ausfällt. Ich mir echt Mühe geben muss, dass ich die Karre noch oben halten muss. Was? Ausschau halten nach dem Signalfeuer des Bodentrupps. Ja, wenn sie fertig sind wahrscheinlich. Ah, ich seh's. Okay. Ah, lol. Was leuchtet denn da alles? Ja, ich seh's. Wissen wir, wenn sie doch Raketen auf die schon, Heli. Braver Heli. Soll ich auf sie schießen? Ich kann auf sie schießen. Soll ich? Joe? Ich habe einen im Visier. Feuer! Ich versuche zu landen mit einem Heli, der fast kaputt ist. So, Heli ist gelandet. Was? Was passiert? Geschafft? Nee, du fehlgeschlagen! Bist ach nee, Wasser komm, weil ich mit dem Ding ein bisschen Wasser gefahren bin, oder wie? Ja. Och, Mann. Hab ich nicht gesehen, ey. Scheiße. Ah, also den Piloten, ne? Ey, das ist total schwer. Du hast keine Ahnung, dass die erste Rakete uns nicht direkt zerstört hat, war ein Wunder. Wirklich, war nur noch ein Wunder. Bin davon ausgegangen, dass wir schon längst tot sind. Oh, so wieder Anflug machen, ey. Echt jetzt? Oh nee. Ja, ach, Jungs, Scheiße. Das war das, die Mission. Das war schön mit euch. Ja, genau. Wir brechen es jetzt ab. Ihr habt eigentlich schon fast das Ende gesehen. Ja. Ja, scheiß Heli. Und wir probieren die Mission jetzt noch weiter und versuchen es zu schaffen. Und ansonsten schaut genau. In unseren nächsten Videos wieder ein. Oder schaltet wieder ein. Und ja. Macht's gut. Macht's gut. Haut rein. Tschö. Ciao. Und am späten Abend haben wir es dann doch geschafft. Naja, nach mindestens 5 Versuchen. Egal. Zum Schluss könnt ihr natürlich auch wieder entscheiden, was wir als nächstes in der Rubrik Battle Remote Royale spielen werden. Und zwar auf unserer Webseite Kabelsalt-Gaming könnt ihr zwischen 5 verschiedenen Titeln aussuchen. Und zwar Titanfall, Evolved, Forza Horizon 2, Halo Wars und Left 4 Dead 2. Die Plattform entsprechen dementsprechend den Packshots. So habt ihr auch die Möglichkeit, uns eine helfende Hand zu geben oder uns schön einen Schlag in die Magengrube zu geben. Das entscheidet ihr, wie gesagt, mit Hilfe dieser Umfrage. Natürlich müsst ihr beachten,
dass die Umfrage 14 Tage läuft. Das heißt, am 14. Mai wäre dann Ende. Ob wir es noch rechtzeitig schaffen, dieses Battle Remote Real rauszuhauen, bevor Splatoon kommt, ne, das kommt ja Ende Mai, das wissen wir noch nicht. Eventuell kommt Splatoon eher als das nächste Battle Remote Royale, was ihr gewählt habt. Also nicht wundern, wenn das nächste Battle Remote Royale eventuell Splatoon heißen könnte. Egal, das war's jetzt soweit von mir. Übrigens sehe ich gerade auf mein Handy schöne Grüße von Madin. Und ich bin der Beefy und ich bin raus. Haut rein.